Herzlich willkommen in der Snowboard-Skischule Top on Snow. Mein Name ist Nikita und heute ist der zweite Teil unserer Tutorial-Reihe über Pistentricks. Was wir heute machen, den Pistenwalzer. Was das ist, wie das aussieht und wofür wir das brauchen, das sehen wir jetzt. So, kommen wir zum Pistenwalzer. Was ihr dafür können müsst, sind geschnittene Kurvenfahren forward und das Switchfahren muss gut gelingen. Das sind Voraussetzungen, damit das überhaupt irgendwie klappen kann. Und den Pistenwalzer unterteilen wir in drei Grundbewegungen. Wir fangen an mit einem 180, also einer halben Rotation. Dann verdoppeln wir das Ganze zum 360 und arbeiten uns dann schrittweise hin zur Unendlos-Rotation. Wobei ihr bei letzterem aufpassen müsst, dass ihr euch nicht zu lange dreht, sonst wird ihr schwindelig. So, kommen wir zum 180, zur halben Rotation. Um den zu meistern, macht am besten eine lang gezogene Backside-Kurve, bis ihr fast komplett bergauf fahren würdet und fahrt dann Switch heraus. Ja, wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, wenn das beherrscht wird, sind wir bereits in der Switchfahrt und während wir Switch fahren, machen wir eine langgezogene Frontside-Kurve, bis wir komplett bergauf fahren und fahren dann geradeaus, forward heraus. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, und zu guter Letzt die Unendlos-Rotation. Wir basteln quasi diese Kurven immer stückweise aneinander und drehen uns immer weiter. Um die Rotation noch schneller hinzubekommen, verkürzt einfach die Kurve. Fahrt die nicht so weit und lange aus, sondern macht kleine Kurven und unterstützt mit euren Schultern die Rotation. Da geht das Ganze noch viel schneller und sieht dann auch dementsprechend ein bisschen professioneller aus.
So, alle Tricks, die wir euch zeigen in den Tutorials, könnt ihr natürlich miteinander kombinieren. Ja. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie wir den Pistenwalzer mit dem Nose Press kombinieren. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. So, das war's auch schon von unserer zweiten Ausgabe der Tutorial-Reihe zu Pistentricks. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet uns an skischule@alpincenter.com. Und wenn euch das Video gefallen hat und die vorherigen Videos euch auch natürlich gefallen, dann abonniert unseren Kanal. Und bis auf Weiteres sehen wir uns nächste Woche wieder, wo es um Sprungrotationen und erste 180s geht. So, cheerio, I'm out. Endlich!